Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, nicht Stadtfilmabend, City Skylines, frühen Jahre oder so, keine Ahnung. Wir bauen Schirmer, Illinois. Wo wir das letzte Mal aufgehört haben, weiß ich nicht, aber das OCP-Building verursacht weiterhin eine Fehlermeldung. So, schauen wir mal, wie weit wir sind. Wir haben hier unser wunderbar schickes, halb verlassenes Tourismusgebiet. Hier unsere Glaubensecke mit der Synagoge und der Kirche. Was ist das hier? Eine sowjetische Schule. Okay, was die in Illinois macht, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich eine Highschool, denke ich mal. Ja, soweit sind wir schon voran. Was fehlt uns eigentlich? Warten wir darauf, dass diese Gebäude sich hier neu formieren. Und dann brauchen wir mehr. Wir haben eine Uni haben wir schon. Das heißt, wir könnten eventuell hier mal ein paar Büroräume hinbauen und dann dafür hier die dichten Commercial Zones. Okay, und vielleicht hier auch noch ein paar mehr Büroräume und dann hier unten noch ein bisschen mehr dichte Commercial Zones, die natürlich direkt neben dem Klärwerk nicht so gut aufgehoben sind. Ah, die Mülldeponie ist leer. Das heißt, die können wir entweder abreißen. Haben wir Müllproblem? Nein. Das heißt, wir können die abreißen. Und der liefert auch raus. Okay, gut. Können wir vielleicht dieses Gebiet hier größer machen oder können wir mehr, was haben wir dort sonst noch? Farming-Industrie, das war ja hier unten das Gebiet. Gucken, ob wir da noch mehr Farming-Industrie bauen können. Hier oben könnte man noch so ein bisschen ein kleines Farming-Gebiet machen. Oder wir kaufen uns dieses Lot und bauen hier ein riesig großes. Dann hätten wir nämlich auch unseren Industriebedarf erstmal gedeckt. So, und vielleicht dieses Gebiet auch, damit wir vielleicht einen weiteren Zugang bauen können. Erstmal zum zur Eisenbahn und dann auch noch eine zweite Auffahrt hier zur Autobahn. Eisen und Autobahn, genau. So, dann wollen wir mal anfangen, das Gebiet zu markieren hier. Hier dieses helle, das ist überall da, wo ich So. Zack, bumm. Ach, verdammt. Das ist natürlich ungünstig. So. Das ist ja schon mal unser kleines Farming-Industriegebiet. Das vielleicht dieses ablöst. Vielleicht können wir hier dann was anderes machen. Mal gucken. Wir können schon Two-Way Tollbooth können wir bauen. Sehr gut. Dann heißt das, wenn ihr hier rein wollt, müsst ihr bezahlen. So. So. Okay, dann müssen wir das hier markieren als Industriegebiet.
Ist auf jeden Fall groß genug, glaube ich. So, das Amber Center. Okay. Sind da Tiere oder was ist das? Ah, Bäume. Okay. Gefällte Bäume, interessant. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier als. Das ist nicht Forest, wir brauchen Farming Industrie, genau. Farm Main Building bauen wir hier hin, direkt auf dem. Obwohl, das kann ruhig hier hin. Zack, okay. Und dann brauchen wir zwei, drei kleinere Straßen, die hier abführen. Können ruhig ein bisschen Platz lassen. Das ist 90 Grad, ernsthaft. Okay. Was alles 90 Grad ist hier. Okay. Gut. So, wir brauchen noch nicht alles vollbauen. Aber hier können wir dann mal zumindest damit anfangen. So. Und hier nehmen wir die. Goodie. Überhaupt, das können wir durchbauen, ja, und das geht. So, das sieht doch gut aus. So, jetzt wollen wir natürlich noch nicht überall das gleiche anbauen. Hier Orangen. Das sind überall Orangen jetzt. Das beides sind Orangen. Dann machen wir hier Äpfel. Äpfel und Orangen, Birnen. Und hier machen wir dann Gewächshäuser hin. So ist gut, ja. So, was ist hier? Hier können wir Kartoffeln zum Beispiel, Weizen, Kotton oder Baumwolle, wie wir sagen. Und hier den Rest machen wir Korn. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann brauchen wir ein Lagerhaus. Was ist das hier? Detroit Warehouse, okay. Chicago Warehouse, okay. Large Warehouse. Und das bauen wir hier hin. Und da lassen wir dann Balanced und Metals. Forestry Farming Products machen wir hier rein. So. Gut, dann geht's weiter. Kleine Farmen für Tiere, also Viehzucht.
Wow, das ist ja, als hätte ich es geplant. Genau richtig hier. So. Coolio. So, und geht's noch weiter? Ja. Wir haben Silos, die können wir, glaube ich, hier können wir sie hinbauen. Okay. Dann bauen wir sie hier hin. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Und hier auch, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht lieber dann das Gebiet noch erweitere. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zählt. Aber das werden wir dann sehen. Was zur Hölle? Okay, dann machen wir das so. Und das machen wir ein bisschen größer noch. Zip, zap, okay. Und hier in die Ecke auch rein. So. Und sonst noch irgendwas, was wir hier bauen müssen? Ein Zaun. Einen Zaun brauchen wir nicht. Geht ohne Zaun. Ach ja, aber wir müssen noch mal einstellen, welche Tiere hier gezüchtet werden sollen. Also Highland Cows, okay. Dann Schweinchen, Schäfchen und hier ganz unten normale Kühe. So. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Also das sind Ore Industry, Oil Industry, Warehouses, Unique Factories. Können wir noch keine von bauen. Da müssen wir erstmal gucken, dass das Gebiet hier levelt. So, dann, wenn wir können, könnten wir hier eine Bahnlinie für die Güter anbauen. Das wäre ja ganz praktisch, weil dann würde das Ganze nicht unseren Verkehr belasten. Ah, nee, wir brauchen eine Puppe, also eine Bevölkerung von 11.000. Haben wir momentan noch nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können wahrscheinlich, ich guck mal eben, ja, wir können hier noch eine Autobahnauffahrt bauen. Also die sollte nicht zu nah an der anderen sein. Gucken wir mal. Gucken wir mal, im Zweifel müssen wir die wieder abreißen. Ja. So. Passt doch. Blub und blapp. So, wollen wir jetzt bis, also wollen wir die Autobahn hier weiter ausbauen bis dahin, oder wollen wir versuchen, das wie hier oben zu bauen, weil dann ist der ganze Verkehr ja auch wieder da. Ich glaube, wir machen das einfach mal direkt hier hin jetzt. So. Was soll schon passieren? So, das sieht doch gut aus. Dann brauchen wir natürlich hier unten auch sowas wie Strom und Wasser wäre gut. Bauen wir hier mal ein Geothermie-Kraftwerk hin. Ich hab schon wieder unlimited money. Wie kommt das? Ha. Das hatte ich doch eben ausgestellt. Ich bin doch nicht bescheuert. Wunder mich die ganze Zeit, dass ich hier bauen kann und das Geld mir ausgeht. Ha, naja. Bauen wir das mal hin und dann brauchen wir auch Wasser.
So. Und dann hoffen wir mal, dass das alles funktioniert. Ach ja, Müll müsste hier auch noch ein Mülldings am besten direkt hier hinbauen. Damit die nicht durch die Mautstelle müssen. Schauen wir mal. Was zur Hölle? Warum ist da immer noch... Ich verstehe es nicht. Ja, okay. Schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Es geht zumindest langsam los hier. Das ist gut, müssen wir nur noch gucken, ob das Gebiet hier funktioniert. Also bisher... Ach so, ja gut, die Tiere können noch nicht gefüttert werden, weil wir noch nicht genügend... siehst du, da geht's los. Die ersten Tiere bekommen hier das, was wir angebaut haben. Da unsere Highland-Kühe. Da hinten Schweinchen. Die sind auch schon da. Und da hinten die normalen Kühe. Okay. Also das geht alles langsam los. Sehr schön. Wie sieht der Verkehr hier aus? Es geht. Soll ich hieraus eine Einbahnstraße machen, die einmal rumführt? Das ist die Frage, ob ich das überhaupt kann, weil ich glaube, bei diesen hier zweispurigen gibt es gar keine Einbahnstraßen. Ich könnte eine Industriestraße draus machen hier. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber... Ah! Amber Farm has reached Level 2. Jetzt kann ich eine ganz normale Mühle bauen. Eine Bäckerei und eine Sven-Mühle, was auch immer das ist. Und Cattle Shed und Farm Workers Barracks. Machen wir das mal. Wir haben ja hier noch jede Menge Platz. So, eine Mehlmühle. Das ist ja wahrscheinlich am besten, wenn ich die hier oben irgendwo hinbaue, oder? Oder hier vielleicht. So. Das ist eine Bäckerei. Die kommt hier hin. Muss die ins... Gebiet? Nee, ich kann hier hin. So, und wo ist die Mehlmühle? Nirgends. Okay. Hier. Achso, die muss hier rein. Gut. Bauen wir die mal hier hin. So. A small barn, eine kleine Scheune. Können wir hier ein paar von hinbauen. Und Workers Barracks müssen hier auch noch irgendwo sein. Hier. So. Hier brauchen wir scheinbar auch ein Polizeirevier. Das ist ja interessant. Extra für das Industriegebiet hier. Zum Beispiel den Blade Runner Tower hier. Wow.
Okay. Ja, schauen wir mal, ob die sich hier einspielen. Da fehlt Wasser, das können wir da eben noch mal hinleiten. Dann können wir vielleicht dafür sorgen, dass die Leute von hier oben mit dem Fahrrad hier hinfahren können, ohne dass sie Zoll bezahlen müssen. Obwohl, das bringt uns natürlich auch eine Menge Geld hier, ne? Die hier alle durchfahren. Vielleicht hätte ich hier auch noch Zoll. Ah, guckt euch das an. Meine Fresse. Farmtruck, okay. Kommen alle hier durch. Okay, jetzt ist hier keine Kriminalität mehr, dafür liegt hier Dreck. Okay. Müssen wir hier mal eine Müllverarbeitungsanlage hinbauen, sowas hier. Zack. Amber Farm has reached level 3. Area bonuses efficiency plus 19, pollution minus 20, following buildings. Lemonade Factory, Milking Parlor, Medium Crop Field, Medium Fruit Field. Okay. Lemonade Factory and Milking Parlor klingt gut. So, Lemonade. Hier. Lemonade, Milking Parlor. Der muss hier oben zu den Kühen. Und die Limonaden. Oh Mann, die ist ja riesig. Die bauen wir mal hier hin, so. Wow. The fuck. Okay. Ja, das ist schon ordentlicher Verkehr hier. Also auch gut, dass das alles nicht hier durch die Stadt geleitet wird. Also hier geht's ja noch. Ich glaube, dadurch, dass ich hier unten aufgemacht habe, ist der Verkehr oben dünner geworden, kann das sein? Ja, hier haben wir immer noch so rote Gebiete. Ah, und wir brauchen neue Wohngebiete. Also das ist jetzt unser High-Density Wohngebiet hier. Da könnten wir eigentlich auf dieser Seite noch ein bisschen dranbauen, direkt an der Uni. Das lassen wir mal so. Und dann hoffen wir, dass wir damit klarkommen hier, was die ganzen Services in der Stadt angeht. So, können wir jetzt hier noch ein bisschen was reinbauen? Groundskeeping haben wir noch nicht, glaube ich. Und hier so ein Leseklub haben wir auch noch nicht. Können wir mal ein zweites Dormatorium hinbauen hier. So. Dann reicht das erstmal auf jeden Fall. So, dann müssen wir, damit wir upgraden können, mal sagen, die sollen mal in IT was erforschen hier.
guckt euch das an hier. Also diese Holzlaster fahren hier trotzdem weiter durch. Vielleicht sollte ich das hier leer machen und hier auch so eine Mautstelle hinsetzen. Parken die da oder was machen die da? Ist da rot oder was? Kops und Glas. Wir brauchen Glas. Fiberglas, Glas Manufacturing und Fiberglas. Wo kriege ich denn das her? Wo kriege ich das her? Sagt mir das mal. Ore Industry. Oil Industry. Weiß ich gar nicht. Brauchen die noch irgendwas anderes hier? Animal Products und Crops. Okay. 5 von 16. Okay. Sollen die halt mal gucken. Oh, Kriminalität am Silo. Was Neues in den Park bauen hier. So, wie ist das? Klasse. Hier immer noch nicht weiter, wa? Könnten wir nicht vielleicht öffentliche Verkehrsmittel bauen, die, sagen wir mal, von hier, hier stehen eh kaum Gebäude, nach unten führen? Was können wir da machen? Trolleybus, Tram. Metro. Elevated Metro. Passt jetzt natürlich nicht da, würde es reinpassen. Wenn wir hier eine Straße wegnehmen, könnten wir das hier oben reinbauen. Allerdings hier wäre wahrscheinlich besser, weil hier mehr Leute wohnen direkt dran. Oder wir bauen das Ganze unterirdisch, dann können wir das hier bauen, wo wir wollen. Können wir das auch hier auch mitten reinbauen und eine zweite Metrostation oben sogar direkt. Also das wird jetzt ein bisschen laut für die Leute, die hier dran wohnen, aber... Müssen die mit um, da sind schon welche unzufrieden. Und dann bauen wir hier am besten direkt an der Uni eine Metrostation. Dann natürlich hier bei unserem wunderbaren Tourismusgebiet. Direkt am Altenheim. Macht
eigentlich Sinn, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und also die drei haben wir schon mal versorgt. Dann können wir, wo wir gerade dabei sind, hier in der Mitte ist ja noch Platz. Können wir hier noch eine hinbauen? Wenn wir das können. Slope to steep. Hier können wir eine hinbauen. Okay. Und dann hier beim Open Air. Wenn wir dürfen. Hallo, warum funktioniert das nicht so? So ist gut. Und dann bauen wir hier unten für die Leute, die hier arbeiten, irgendwo auch eine hin. Wenn wir dürfen. Hier könnten wir hinbauen. Nicht irgendwo hier vielleicht? Warum nicht an die großen Straßen? Das ist ätzend. Hier würde gehen. Gut. So, dann können wir die Linie hier mal verbinden. So, wo zuerst? Gehen wir mal von Nord nach Süd. Weiter. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Es reicht, wenn wir hier eine Strecke nehmen. Wir können dann nachher ja immer noch weiternehmen. Gut, das wird diese Verbindung hier. So, haben wir unsere Metro-Verbindung. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob die hier super unzufrieden sind jetzt. Welche Metro-Station überhaupt wiederfinde hier. Da ist sie. Gucken, ob die krank werden. Dann muss ich hier vielleicht einen Park hinbauen oder so. Kommen hier Leute, gehen hier Leute. Vielleicht sollten wir hier auch so ein bisschen Commercial-Gebiet hinbauen für die Leute, die hier arbeiten, damit die was zum Einkaufen haben in der Mittagspause. Okay, ist auch Geld. Nachts ist nicht wirklich viel los hier. Oh, kein Wasser. Dann sagt doch was, dann kriegt ihr Wasser. So, mal gucken, was haben wir da für Gebäude? Discount Sales, okay. Multimedia Center. Zwei Multimedia Center und ein Discount Sales, okay. Warum nicht? Ja, cool. Hier ist immer noch so ein bisschen Wachstumsschwierigkeiten, sagen wir mal. Schauen wir mal, wie unser öffentlicher Nahverkehr angenommen wird hier. Metro war das hier? Ne, Metro ist das hier.
10 Stops, 4 Vehikel, 27 Passagiere bisher. Okay. Zwei Touristen dabei, okay. Ja, sieht hier immer noch ein bisschen verlassen sieht es hier immer noch aus. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwas noch hier, dass wir irgendwo neue Leute herkriegen, die hier Urlaub machen wollen. Warte mal, da sind zu wenig in der Commercial Gebiete. Ich habe die Büros, habe ich dazwischen, weil die nicht so schlimm sind, was Lärmbelästigung angeht. Ich will die nicht, also ich will die kommerziellen Gebiete, die sind sehr laut, die möchte ich nicht direkt ans Wohngebiet bauen. Darauf muss man achten. Darum mache ich das als Puffer, so wie man früher immer bei den SimCities früher. Oh. Clothing Factory, Farm Maintenance Building, Large Barn, Slaughterhouse, okay. Bei den SimCities früher, da musste man immer darauf achten, dass man die Wohngebiete nicht direkt neben die Industriegebiete setzt, sondern dazwischen ein bisschen Platz lässt. So. Cool. So, das ist alles schon wieder ausgewachsen, es lässt sich doch sehen jetzt langsam. Und Tatsache, da direkt neben der Metrostation, ich habe es vorausgesagt, Lärmbelästigung. Citizens are sick wegen des Lärms. Aber da machen wir beim nächsten Mal weiter, wir sind jetzt schon 40 Minuten, um Himmels Willen. Wenn es dann wieder heißt, City Skylines mit eurem Freund Heiko. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt die Glocke und daumt nach oben. Und schreibt vielleicht einen Kommentar. Okay. Tschüss.